Christian Nilzer, ein neues, altes Gesicht in der Bundesliga ist zurück. Erste Station als Cheftrainer, erste Vorbereitung mit dem WRC. Lass uns mal kurz Revue passieren. Wie war es aus Sicht des neuen WRC-Trainers? Ja, es war. Wir sind jetzt 4,5 Wochen zusammen. Es ist eine komplett neue Mannschaft. Wir haben im Sommer uns einfach entschlossen, eine neue Mannschaft aufzustellen beim WRC mit einem neuen Geist. Und ich kenne den Verein ja sehr, sehr gut aus meiner Zeit, in der ich dort Co-Trainer war, und habe mich einfach für mich als Person sehr schnell wohlgefühlt wieder im Lavantal. Und mit der Mannschaft war so diese erste Phase war einmal eine Phase der Findung, des Kennenlernens, und hat aber dann relativ schnell funktioniert, dass man diese Idee von meinem Kopf in den Köpfen der Spieler gekommen ist. Ist jetzt natürlich noch nicht stabilisiert, aber wir sind auf einem guten Weg und es macht mir riesen Spaß, mit der neuen Mannschaft da zu arbeiten. Du hast es angesprochen, es gab einen sportlichen Umbruch. Wie einfach oder wie schwierig ist es da, die Philosophie des Trainers umzusetzen? Ja, dieser Umbruch war ja bewusst gewählt, und wenn immer eine neue Gruppe zusammenkommt, dann hat es natürlich gewisse Herausforderungen, die das mit sich bringt. Aber es waren dann doch Spieler, die schon da waren. Es waren Spieler, die das letzte Jahr mit mir gearbeitet haben. Es sind neue Spieler dazugekommen, die wir ganz bewusst auch nach meiner Idee ausgewählt haben. Und vor allem hat diese Mannschaft enorme Bereitschaft, enorme Aufnahmefähigkeit mitgebracht. Und es ist für mich überraschend schnell gegangen, dass wir uns dass wir da nach 4,5 Wochen schon so weit sind. Du hast es angesprochen, es gibt einige sehr interessante Spieler. Wo siehst du die Stärken der Mannschaft, die Vorzüge? Ja, wir haben 10 neue Spieler geholt, wo jeder gewisse Stärke mitbringt. Eine gewisse Stärke war schon in der Mannschaft da. Wir wollen einfach einen WRC sehen, der nahbar ist, der fähig ist, eine Euphorie auszulösen im Lavantal. Wir wollen eine gewisse Spielstärke haben, wir wollen eine Geschwindigkeit drinnen haben, wir wollen einfach unterschiedlichste Merkmale in der Mannschaft haben und daraus dann eine richtig schlagkräftige Truppe entwickeln. Wie kann man eine Euphorie entwickeln im Lavantal? Euphorie kann man dadurch entwickeln, wenn man einfach einen Fußball spielt, mit dem die Leute was anfangen können. Ein Fußball spielt, der einfach eine hohe Intensität zeigt, ein aktiver Fußball, der Richtung gegnerisches Tor geht und der einfach die Leute begeistert. Lieber 4:3 als 1:0? Definitiv, ja. Die Fußball-WM ist absolviert. Kurzes Randthema. Was sind so die Lehren, die ein Fußballtrainer aus der Fußball-WM mitnimmt? Ja, man verfolgt das natürlich als Trainer, wobei, sagen wir es, mein Hauptfokus war in den letzten Wochen hat klar dem WRC gegolten, aber trotzdem nimmt man natürlich diese Eindrücke mit. Für mich war vielleicht so ein ganz bleibender Eindruck, ist, dass man gesehen hat, dass es Unterschiedsspieler gibt, so sogenannte Starspieler, die Entscheidungen herbeiführen können im Moment, aber ich habe ganz klar gesehen, dass eine Mannschaft, bei der das da nicht bereit ist, mit dem Team zu arbeiten, dass die keine Chance auf den Weltmeistertitel hat. Kommen wir zurück zum WRC. Was sind die Ziele für die Saison? Ja. Immer schwierig, so früh in der Saison klare Ziele zu definieren. Es ist einmal so ein unmittelbares Ziel, ist einfach höchste Qualität ins Tagesgeschäft einzubringen, weil daraus leitet sich dann alles ab, was weiter passieren wird. Aber wenn man jetzt ein tabellarisches Ziel oder ein Ziel aussprechen muss, dann mag ich es nicht zu tief ansetzen. Ich mag nicht sprechen vom Klassenerhalt, weil das wäre ein bequemes Ziel für meine Person, ein bequemes Ziel für meine Spieler. Und da denke ich, da müssen wir uns mehr zutrauen. Wir müssen uns zutrauen in diesem neuen Ligaformat, wo es ein oberes Playoff gibt, wo es wahrscheinlich 4 Mannschaften gibt, die das reserviert haben. Dann gibt es noch den LASK dazu, dann gibt es einen Platz, um den 7 Teams raufen, fighten, spielen. Und dem müssen wir uns zutrauen, da dabei zu sein, um diesen 6. Platz zu spielen. Aber wenn es uns gelingt, dann kann man sicher von einer sehr, sehr guten Leistung sprechen. Das neue Ligenformat. Chance oder Risiko? Ah, große Chance. Also ich finde es enorm spannend. Es birgt einfach mit dem Grunddurchgang Punktehalbierung. Also es wird keine Mannschaft geben, die wegzieht, keine Mannschaft, die nach hinten wegbricht. Also es bleibt wirklich spannend. Man muss da einfach am Ball bleiben. Auch wenn es die untere Playoff wird mit Punktehalbierung, ist
Ja, ist mir nicht gefeit, dass man nach hinten sich schon abgesetzt hat. Man hat aber auch die Chance, mit dem 7. Platz nochmal in einen Europacup zu kommen. Wird es das obere Playoff? Ja, ist auch alles wieder beisammen und man kann mit den richtigen großen Teams da noch um den Europacup spielen oder um noch eine größere Überraschung. Also ich sehe es absolut spannend und begrüße das total. Letzte Frage. Egal mit wem man sich unterhält, der Meister steht fest und keiner wünscht irgendjemandem den Abstieg. Ist das kollegiale Freundschaftlichkeit oder ist das ganz einfach Teil des Business? Ja, es ist einfach menschlicher. Natürlich, wenn man die Liga realistisch einschätzt, man hat auch von Marco Rose oben am Podium gehört, dass jetzt im zweiten Jahr diese Automatismen schon sitzen, da wird Salzburg wahrscheinlich noch eine dominantere Rolle ausüben. Das ist jedem bewusst, dass da nur ganz schwer Weg vorbeiführt und den Abstieg, den wünscht man definitiv keinem. Der Abstiegskampf, du hast es auf der anderen Seite mit Hartberg erlebt, dieses nicht aufsteigen können. Was geht da in einem vor? Wie belastend ist das? Das gehört zum Geschäft. Das gehört absolut zum Geschäft, denn wir haben mit Hartberg eine unfassbare Saison gespielt. Es war zum Schluss, vor allem zum Schluss hinaus, war es natürlich unglaublich schwer zu führen, weil eben so viele Störfeuer eingewirkt haben auf die Mannschaft. Aber wir haben einfach dieses Riesenziel definiert. Wir haben gesagt, okay, das nimmt uns niemals wert. Das ist ein einmaliges Erlebnis, eine einmalige Chance. Und die Mannschaft und der ganze Betreuerverein hat dem Ziel gefolgt. Und zum Schluss ist uns wirklich gelungen. Und das waren natürlich dann große Emotionen, die wir dort erlebt haben. Und ja, das war einfach, nehme ich einfach als Riesen Erlebnis, als Erfahrung mit, aber ich will jetzt nicht mehr in der Vergangenheit sein. Mein täglich Brot, mein jetziger Verein ist der WRC und da fühle ich mich jetzt nach der kurzen Zeit schon richtig wohl und wir haben einiges vor und da freue ich mich einfach drauf auf das.